international crashes, lots of different countries, and they're not moving peace because of that. And that's why we're asking you to play quite well after isolation. Please do not watch, do not pretend, and ask your friends to not do that. Now you know why we are doing that, why we are doing quite well. So basically, you can take this player that has very good explanation why you should do that. Sie sind wahrscheinlich Überreste von der Mauer. Wir waren jetzt vorhin noch am Parteitag. Habe ich kein Video gemacht, weil ich es ehrlich vergessen habe. Genauso wie jetzt eben auch beim Checkpoint Charlie, der da hinten ist. Aber wir hatten vorhin Brandenburger Tor, genau. Und am Parteitag hatten wir so viel Spaß, dass ich eigentlich das komplette Filmen vergessen habe. Jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. Ich mache doch ein Video. Aber ist schon krass hier. Echt krass hier, wie viel Geschichte da drin steckt eigentlich. Dann kommen wir jetzt mal zu den Bildern, die ich geschossen habe. Wir haben hier einmal, ich muss mal hier das Aufnahmeprogramm auf die andere Seite legen. Okay, und dann geht's los. Wir haben hier einmal den Ausblick aus dem Hotel Lindenufer auf die breite Straße in Spandau. So, nächste. Hallo? Pfeiltaste, wieso gehen hier die Pfeiltasten nicht? Was zur Hölle? So, genau. Hier haben wir dann noch vor dem Iron Maiden Konzert, die Vorband Killswitch Engage hat gespielt. Ich habe mir gleich mal ein Liter Bier gönniert. So, das war direkt nach dem Konzert. Der Olympiapark, die Säule war das, glaube ich. Genau. Bier auf der Schifffahrt. Haben wir uns zwei Stück genehmigt. Das bin ich mit dem Parteitagsgelände im Reichstagsgelände im Hintergrund. Dann der Fernsehturm, fand ich ganz schön. Das Brandenburger Tor muss man mal gesehen haben. Leider war es abgesperrt, weil wegen WM und so, Public Viewing. War ein bisschen blöd. Hier nochmal, bin ich mal ein bisschen näher ran, habe ein bisschen gezoomt. Das, also die Gloriette, nennt man das so? Gloriette? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Finde ich echt schön. Und ich bin mir sicher, dass die damals nach Osten gezeigt hat. Denke ich, ja. Also, ne? Ich denke schon. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. Genau. Hier haben wir nochmal das Gebäude mit der Glaskuppel, der Reichstag, das Reichstagsgebäude mit der Glaskuppel. Ich wollte eigentlich hoch, aber meine Kumpels waren zu faul. Naja, wir werden auf jeden Fall nochmal nach Berlin fahren. Ja, das bin ich mit einem sehr schönen Schatten, wie man sieht. Ja, hey, hey, hey. So, ja, ich und meine Kumpels. Ich und nochmal meine Kumpels. Ja, wir hatten Spaß. Ich hatte leider nichts gefilmt. Genau aus diesem Grund. Alter, was ist mit meinem Stuhl los? Der quietscht ganz schön. Genau aus diesem Grund. Wir haben viele Bilder gemacht. Ja. Deswegen habe ich nicht gefilmt. Schön. Dann nochmal hier Brandenburger Tor von der Seite. Ich hatte sogar damals ein 3D-Puzzle vom Brandenburger Tor und von der Titanic. Hinten im Hintergrund sieht man die amerikanische Flagge wehen. Ich glaube, das war oder ist die amerikanische Botschaft. Glaube ich. Dann nochmal innen drin. Also was heißt innen drin? So in ich gehe nochmal kurz zurück.
hier in so ein, ich umkreise es gerade mit der Maus, aber man sieht's nicht. Hier auf der linken Seite vom Bild, das vorne links hier, da sind wir jetzt unten drunter. Hier nochmal schön fast mittig. Ich wollte jetzt nicht den anderen ins Bild laufen, die fotografiert haben. Deswegen, ja, ein bisschen nicht so mittig. Dann hier das Denkmal der in Europa getöteten Juden haben wir auch besucht. Genau. Dann, ja, die Mall of Berlin. Nicht die Wall, sondern die Mall. Waren wir auch drinnen? Ich habe mir 2 CDs gekauft. Drei CDs. Checkpoint Charlie. Wollte ich unbedingt hingucken. US Army, oder? Muss ich nochmal kurz was schauen? Okay, aber das Schild da hinten sieht man nicht so richtig. Ja, habe ich mich mal kurz auf die Straße gestellt. Mauermuseum. Ist ja auch gleich drüben. US Army Checkpoint. Genau. You are leaving the American Sector. Auch ist ziemlich cool. Das ist dann wahrscheinlich ein russischer Soldat. Nochmal ich hier mit Allied Checkpoint, US Army Checkpoint. Und das sind übrigens hier keine echten Sandsäcke, wie ich feststellen musste. Das sind einfach nur Betonsandsäcke. Weil echte Sandsäcke wären, glaube ich, sehr schnell weg. Ja, dann hier nochmal eine Gedenktafel. Und Teile von der Mauer. Ich weiß nicht, ob die jetzt nur dahingestellt wurden oder ob das hier wirklich noch ein Teil der Mauer ist oder ob die halt dorthin an diesem Punkt, wo sie jetzt stehen, verfrachtet wurden. Ein Trabi mit den Wahrzeichen von Berlin bemalen und Berlin. Der Fernsehturm am Alexanderplatz. Da sind wir dann als nächstes hingelaufen. Nochmal bei Nacht. Das war, glaube ich, dann sogar in der Alex-Oase, wo wir dann den riesigen, wo wir die riesige Vase getrunken haben. U-Bahn am Alexanderplatz. Um Mitternacht war es, glaube ich, damals. Ah, guck mal, da habe ich Hand of Blood getroffen. Da erzähle ich, glaube ich, danach auch nochmal kurz was. Machen wir ein kleines Abschiedsvideo. Ach, alles mit meinem Handy gedreht übrigens. Also wegen Scheiß. Qualität, Audioqualität. Ja, ich habe alles mit dem Handy gedreht. Ja, weil ich mein Camcorder vergessen habe. Ja, Hand of Blood habe ich getroffen. Dazu erzähle ich aber dann im Anschluss noch mehr. So, ich bin eben nach Hause gekommen, habe meine Kumpels zu Hause abgeladen. Ja, ich wollte sie noch nach einem Fazit fragen, aber ich glaube, die waren jetzt fertig genug. Jetzt mache ich eben das Fazit mal kurz alleine hier. Ja, wir hatten ja die Bootsfahrt gemacht. Die Bootsfahrt war ultra gut. Das auf jeden Fall, wenn ihr in Berlin seid und die Bootsfahrt noch nicht gemacht habt, macht bitte mal die Bootsfahrt mit. Ich glaube, die Anlege- oder Ablegestelle war in Berlin-Charlottenburg. Und dann ging es halt einmal rum um Berlin auf der Spree. Ja, Brandenburger Tor war auch cool. Ich weiß, da war eine Demonstration. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch noch mitgefilmt habe. War eine Demonstration. Eine Seite hat halt die ganze Zeit mit Lautsprechern geschrien, hier Boykott, die Weltmeisterschaft und sowas und Diktator Putin und was weiß ich. Auf der anderen Seite, direkt vorm Brandenburger Tor, waren die Nazis gestanden mit ihren Fahnen. Oh, da bin ich wieder. Mein Handy meinte jetzt, ja, ich filme das jetzt mit meinem Handy, ja. Mein Handy meinte jetzt, oh, der Speicher ist voll, ich schalte mal die Kamera ab. Ja, was soll's auch tun? Okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir waren bei der Demonstration. Hier, Anti-WM. Halt ein paar Nazis auf der Gegenseite. Mittendrin war ein einziger Typ gestanden. Oh, ich hoffe, ich wackel nicht zu viel mit meiner Kamera. Und außerdem sehe ich aus wie Arsch. Naja, egal. Mittendrin stand ein einziger Typ, war wahrscheinlich
Jude hat seine Kippa aufgehabt, hatte ein Schild hochgehalten mit einem Judenstern drauf und hat wo drauf stand: Allah, Gott, Jehova, ich preise dich. Aber was ich irgendwie komisch fand, er hat die ganze Zeit, er hat sich mehr zu den Nazis hingestellt und hat gegen die WM-Demonstranten die ganze Zeit geschrien. Aber dann sowas wie, er wird euch alle holen und ihr kommt sonst wohin und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Naja, Berlin eben, direkt vom Brandenburger Tor. Ja, Bilder habe ich gemacht vom Parteitagsgelände. Wo waren wir denn noch? Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie war auch interessant zu sehen. Das alles mal sich durchzulesen, was da an der Plakette drauf stand. Mein Vater hat mir erzählt, dass da manchmal noch Soldaten stehen, also so Schausoldaten, sag ich jetzt mal. Waren aber diesmal keine da, also keine echten Soldaten, sondern die sollen halt nur so aussehen wie damals. Waren aber keine mehr da. Ich weiß auch nicht, ob das immer noch aktuell ist, was mein Vater sagt. Naja. Und heute beim Frühstück, ich habe Hand of Blood getroffen. Falls den jemand kennt, kennt wahrscheinlich die meisten von euch Hand of Blood. Wir waren gerade, also meine Kumpels und so nicht, wir waren gerade draußen vorm Hotel an der Bäckerei gesessen, draußen auf der Straße in Spandau. Und auf einmal sehe ich so jemanden herlaufen und dachte ich mir, hey, den kenne ich doch. Hand of Blood? Kann das sein? Da dachte ich mir, ja gut, Spandau. Ich hatte wirklich die ganze Zeit schon im Hinterkopf hier Spandau, Hand of Blood und sowas, weil ich schaue wirklich gerne seine Videos. Habe ich mich so rausgelehnt, so aus der Stuhlreihe, so, bin aufgestanden, habe ich erstmal vorgestellt, so, nee, habe ich erstmal so hingestellt, Hand of Blood, und er so, ja, dann habe ich noch so schön gefragt, würdest dich stören, wenn wir mal ein Foto machen? Und, haben wir ein Foto gemacht, haben wir zwei Fotos gemacht. Ich habe ihn nicht weiter gestört, ich habe ihn dann eigentlich gleich gehen lassen. Wir haben noch ein bisschen drüber geredet, weil ich halt da noch mein Iron Maiden Shirt anhatte, was jetzt in der Wäsche ist, weil ich es während der Fahrt durchgeschwitzt habe. Im Auto ohne Klimaanlage. Hat er noch gesagt, ja, in Spandau, in der Zitadelle wäre heute auch noch was gewesen. Hat er sich überlegt, ob er hingeht, aber naja. Wir sind ja dann abgereist und er ist dann zum Bäcker gegangen. Er hat sich wahrscheinlich was gekauft, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht so weiter verfolgt, was er. Ich war jetzt nicht so hinter ihm gestanden und habe geguckt, was kauft er sich jetzt? Nee, ich habe mich wieder hingesetzt und habe mein Kaffee getrunken. Ja, und dann sind wir auch gleich losgefahren, hier 4 Stunden wieder zurück. Ja, also Berlin war auf jeden Fall eine Reise wert. Stimmt noch. Wir waren noch beim Alexanderplatz. Aber ich muss mal kurz hier meine Hand. So. Ich nehme mal kurz die andere Hand. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Alexanderplatz waren wir auch noch. In der Alex-Oase. Wir haben ein fucking Bahama Mama getrunken. 1 Liter. Das war eine fucking Vase, die sie uns hingestellt haben. Aber war gut. Ja, dann sind wir. Wir hatten so ein Berlin-Ticket. Das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. So Welcome Berlin-Ticket hieß es, glaube ich. Oder Welcome to Berlin-Ticket. Kannst du Bahn auf jeden Fall. Bus weiß ich nicht genau. Kannst du umsonst fahren und kriegst viele Sachen vergünstigt. So 50-25% vergünstigt. Für eine Berlin-Reise ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Ja. Das war's dann vom Vlog aus Berlin. Also Berlin, ja, mir hat's gefallen. Wir haben schon drüber geredet. Wir werden auf jeden Fall nochmal hinfahren. Wir haben ja längst nicht alles gesehen. DDR-Museum würde ich mir auch gerne mal anschauen. Weil meine Mutter kommt ja aus Thüringen damals, aus der damaligen DDR. Hat sie rüber gemacht, damals mit 19, über die tschechische Botschaft. Ist dann hierher gekommen, nach Bayern. Ja. Dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos oder an einem Sonntag im Livestream auf Twitch. 19 bis 23 Uhr. Twitch oder Facebook/Sovak. Dort findet man mich immer wieder. Bis dahin. Ciao.